Bequem, aber teuer. In diesem Video erfährst du, wie dir der Standby-Modus deiner Geräte heimlich das Geld aus der Tasche zieht und natürlich, wie du das verhindern kannst. Er ist still, fast unsichtbar, bequem und teuer. Der Standby-Modus. Kannst du auf Anhieb sagen, wie viele Geräte in deinem Haushalt auf Standby laufen? Jetzt in diesem Moment? Überleg doch mal kurz. Hier nur ein paar Anregungen. Kaffeemaschine, Drucker, Receiver, Festplatten, Hi-Fi-Anlage, Spielkonsole, Internetrouter, Fernseher, Telefon, PC, Lautsprecher, Computer, Mikrowelle, Backofen, Ladegeräte und vermutlich noch vieles mehr. Viele dieser Geräte ziehen Strom, auch wenn sie gar nicht genutzt werden. Hast du eine Idee, wie viel Strom das im Jahr ist und was sich das pro Jahr kostet? Ich finde, wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Ach ja, was übrigens gar kein Geld kostet, ist ein Abo unseres Kanals. Und wenn dir unsere Videos gefallen, lass doch gerne ein Like da. Was bedeutet Standby-Modus überhaupt? Standby heißt Ruhemodus oder ganz amtlich Schein-Aus-Modus. Denn es scheint so, als wäre das Gerät aus, ist es aber nicht. Die Geräte sind jederzeit sofort einsatzbereit. Ein Hochfahren der Technik braucht es nicht. Diese Funktion ist ausschließlich für unseren Komfort gedacht. Das klingt natürlich erstmal super, doch diese Bequemlichkeit zieht Strom und kostet damit auch dein Geld. Und das ist gar nicht so wenig. Bei einzelnen Geräten fallen die Kosten vielleicht gar nicht so ins Gewicht. Addierst du aber alle Geräte mit Leerlaufverlust, kommt schon eine ordentliche Summe zusammen. Stichwort Geldverschwendung. Schauen wir uns doch mal an, wie viel Geld wir mit der Standby-Komfortzone pro Jahr verschwenden. Wie viel Strom kostet dich der Standby-Modus? Das Umweltbundesamt schätzt, dass Elektrogeräte im Standby-Modus rund 360 Kilowattstunden Strom pro Jahr und Haushalt verbrauchen. Das sind je nach Stromtarif etwa 115 Euro pro Jahr. Zudem wird unsere Umwelt unnötig mit 170 Kilogramm CO2 belastet. Aktuell gibt es in Deutschland etwa 41 Millionen Haushalte. Multiplizieren wir das mit den durchschnittlichen Standby-Stromkosten pro Haushalt, ergibt das gemeinschaftlich über 4,7 Milliarden Euro. Und obendrauf 6,97 Millionen Tonnen CO2-Belastung für die Umwelt. Jedes Jahr für unsere Bequemlichkeit. Wow. Mal ehrlich, das ist doch verrückt, oder? Schon 2008 wurde deshalb innerhalb der EU die sogenannte Ökodesign-Verordnung eingeführt. Diese regelt die Mindestanforderungen bestimmter Produkte in Bezug auf die Energieeffizienz. Das heißt, Stand heute, Geräte ohne Informationsanzeige dürfen im Standby-Modus maximal 0,5 Watt verbrauchen. Geräte mit Informationsanzeige hingegen maximal 1 Watt. Und Geräte mit hoher Netzwerkverfügbarkeit dürfen im Ruhemodus maximal 8 Watt Strom ziehen. 2025 treten die ersten Verschärfungen in Kraft und das bedeutet, bei Geräten ohne Informationsanzeige ändert sich nichts. Die Geräte mit Informationsanzeige dürfen ab 2025 nur noch 0,8 Watt Strom ziehen. Und ab 2027 gilt für Geräte mit hoher Netzwerkverfügbarkeit, dass sie im Standby-Modus nur noch maximal 7 Watt Strom verbrauchen dürfen. Das Ziel der EU-Kommission ist, den Standby-Stromverbrauch weiter zu reduzieren, um bis 2030 pro Jahr weitere 1,36 Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Das sind alles unglaubliche Zahlen, oder? Und ich finde, das motiviert zum Mitmachen, die Elektrogeräte zukünftig besser im Blick zu behalten und nur dann einzuschalten, wenn du sie wirklich brauchst. Das schont die Umwelt und deinen Geldbeutel. Was die Standby-Kosten für deine Stromrechnung bedeuten, hängt natürlich von deinem persönlichen Tarif ab. Check doch mal den Stromtarif der NBW. Ein Vergleich lohnt sich immer und ein Wechsel vielleicht auch. Den Link zur Seite findest du in der Infobox. Weiter geht's, denn welche Geräte sind im Standby-Modus die größten Stromfresser? Der Standby-Modus wirkt zunächst harmlos. Aber warte ab, was das kostet. Um die Stromfresser in deinem Haushalt zu identifizieren, solltest du einmal aufmerksam durch deine Wohnung oder dein Haus gehen und dir einen Überblick verschaffen. Ein paar Geräte kannst du vermutlich auf Anhieb erkennen, weil ein rotes Lämpchen zu sehen ist oder eine digitale Uhrzeit. Andere wiederum haben eine versteckte Standby-Funktion. Oder ist dir bekannt, dass auch Geschirrspüler, Waschmaschinen, Kaffeeautomaten und Toaster für dich auf Standby stehen? Selbst Ladekabel für Handys und andere Akkugeräte ziehen Strom, selbst wenn sie nicht wirklich arbeiten. Viele dieser Produkte sind nur wenige Minuten am Tag in Betrieb. Okay, der Geschirrspüler und die Waschmaschine brauchen etwas länger, geschenkt. Aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Hier ein paar Beispiele, die den Standby-Stromverbrauch verdeutlichen. Computer, Drucker und separate Monitore sind heute aus dem Homeoffice nicht mehr wegzudenken.
sinken. Doch wenn diese Geräte nach deiner Arbeit nicht ausgeschaltet werden und im Ruhemodus bleiben, summiert sich der ungenutzte Stromverbrauch auf ca. 75 Kilowattstunden pro Jahr. Das sind je nach Stromtarif etwa 22,50 Euro. Davon könntest du deinen Freund oder deine beste Freundin doch besser auf einen leckeren Drink einladen. Bei den Unterhaltungsgeräten sieht es ähnlich aus. Hier können ältere Fernseher oder moderne Heimkinos mit LED-Geräten, Soundbar, Blu-ray-Player, Receiver und auch Spielekonsolen im Standby-Modus bis zu 100 Kilowattstunden pro Jahr verbrauchen, ohne dass du einen Film siehst oder zockst. Diese Bereitschaft kostet dich je nach Stromtarif etwa 30 Euro. Davon könntest du doch besser zwei Tickets fürs Kino kaufen und eine Portion Popcorn wäre auch noch drin. Du liebst Musik und hast eine moderne Anlage mit bestem Klang? Bei neueren HiFi-Anlagen geht übrigens nicht nur die Abspieleinheit auf Standby, sondern auch die Lautsprecher. Wenn du hier nicht auf den Komfort verzichtest, verbrauchst du bis zu 110 Kilowattstunden pro Jahr, ohne dafür eine Note gehört zu haben. Je nach Tarif kostet dich das bis zu 33 Euro im Jahr. Das reicht zwar selten für eine Konzertkarte, aber für ein paar Drinks doch allemal. Last but not least, unsere Haushaltshelfer. Mikrowellen, Waschmaschinen, Kaffeevollautomaten und Co. verbrauchen jeweils etwa 30 Kilowattstunden pro Jahr. Für den Standby-Modus zahlst du also je nach Stromtarif etwa 10 Euro und das pro Gerät pro Jahr. Ich finde, da lohnt es sich zu prüfen, welche Geräte wirklich auf Standby in Bereitschaft sein müssen. Im Jahr liegt der Stromverbrauch vieler Elektrogeräte im Ruhemodus sogar über dem Verbrauch im Betrieb. Insbesondere bei den Produkten, die seltener genutzt werden, ist der Verbrauch im Vergleich natürlich viel höher. Dieser Komfort kostet uns jährlich einen dreistelligen Betrag. Ehrlich gesagt, mir fallen da schönere Dinge ein, um das Geld auf den Kopf zu hauen. Und nicht zu vergessen, neben der Geldverschwendung ist der Standby-Modus auch eine Umweltbelastung. Beides ist auf ein Minimalmaß reduzierbar. Hier ein paar Tipps. Wie lässt sich denn der Standby-Stromverbrauch reduzieren? Eine Faustregel gilt immer: Je mehr Geräte komplett ausgeschaltet sind, desto besser. Um gezielter ans Werk zu gehen, hilft es auch, die größten Stromfresser in deinem Haushalt zu ermitteln. Das gelingt mit so einem Strommessgerät, das du online schon unter 20 Euro erwerben kannst. Das amortisiert sich also schon innerhalb eines Jahres, wenn du nur den Standby-Modus in deinem Homeoffice optimierst. Das klingt doch nach lohnt sich. Die Anwendung ist einfach. Das Strommessgerät wird zwischen Steckdose und Gerät verbaut. Und wenn du es eingeschaltet hast, kannst du ablesen, wie viel Strom tatsächlich verbraucht wird, vor allem im Standby-Modus. Das verschafft dir einen guten Überblick. Und wenn du ganz sicher gehen willst, dass dein Stromfresserprodukt nicht im versteckten Ruhemodus weiterarbeitet, solltest du den Stecker ziehen. Aber es geht auch bequemer, ohne Stecker ziehen. Mit solchen Steckdosenschaltern oder Steckerleisten, die du günstig im Baumarkt bekommst oder auch online bestellen kannst. Preislich alles überschaubar. Diese Schalter oder Leisten verbaust du ganz einfach wie das Strommessgerät zwischen Produkt und Stromnetz. Und wenn du dein Gerät nutzen möchtest, schaltest du den Knopf ein und wenn nicht, schaltest du aus. Mit diesen einfachen Mitteln kannst du deinen Stromverbrauch drastisch senken. Aber es gibt auch smarte Alternativen. Das hier ist eine sogenannte Main-Follow-Steckdosenleiste. Diese findet ihren Vorteil vor allem im Homeoffice oder auch im Heimkino. Es gibt zwei Varianten, entweder mit zusätzlichen Permanentsteckdosen wie diese hier oder ohne. Bei diesen Steckerleisten bestimmst du, welche Geräte permanent mit Strom versorgt werden sollen, wie zum Beispiel das Telefon und der Internetanschluss. Dahinter ist die sogenannte Main-Steckdose verbaut. Gefolgt von den sogenannten Follow-Steckdosen. Auch hier bestimmst du, welches Gerät der sogenannte Main sein soll. Im Office wäre das vermutlich der Computer und im Heimkino der Fernseher. Und dahinter werden die Follow-Geräte eingesteckt, wie zum Beispiel der Drucker, externe Festplatten oder die Soundbox. Wenn du das Main-Gerät am Gerät selbst ein- oder ausschaltest, werden alle Follow-Geräte automatisch mit ein- oder ausgeschaltet. Ich finde das sehr praktisch. Interessant sind auch solche Funksteckdosen, die per Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden, um die Stromzufuhr komplett zu kappen. Mittlerweile sind auch Standby-Killer auf dem Markt und der Name ist Programm. Diese Steckdosengattung erkennt automatisch, ob ein Gerät per Fernbedienung in den Standby-Modus versetzt wurde und trennt dann die Stromversorgung nach ein paar Sekunden. Einige Geräte funktionieren per Infrarotsignal. Bei all den sinnvollen Stromsparoptionen hier noch zwei wichtige Hinweise. Erstens, Heizlüfter, Waschmaschinen, Wäschetrockner oder Geschirrspüler gehören nicht an Mehrfachsteckdosen. Infolge einer Überlastung kann bei diesen Geräten Wärme entstehen, die schließlich einen Brand auslösen kann.
Zweitens, es gibt Elektrogeräte wie beispielsweise die Bildschirme von OLED-Fernsehern. Sie sind hochsensibel und mögen es nicht, plötzlich vom Strom getrennt zu werden. Sie brauchen ihre Zeit zum Herunterfahren. Bei modernen Geräten ist es deshalb immer ratsam, die Bedienungsanleitung zu lesen, um herauszufinden, was beim Ein- oder Ausschalten beachtet werden muss. Und ich habe noch einen super Tipp für dich, wie du als NBW-Kunde deinen Stromverbrauch immer gut im Blick behältst, mit der NBW Zuhause Plus App. Normalerweise wird der Zählerstand vom Netzbetreiber einmal jährlich erfasst. In der App kannst du den Zählerstand monatlich selbst erfassen und hast deinen Verbrauch immer im Blick. Du kannst bei Bedarf handeln und überprüfen, ob es sich beispielsweise lohnt, weiteren Standby-Geräten den Stecker zu ziehen. Mit der App hast du volle Transparenz, Flexibilität und Kontrolle. Den Link zu mehr Informationen und zum Laden der App findest du in der Infobox. Klar, fallen wir alle mal wieder in bequeme Muster zurück. Doch wenn wir uns immer und immer wieder bewusst machen, was unnötiger Stromverbrauch für unsere Umwelt und unseren Geldbeutel bedeutet, sollten wir uns doch aus der Standby-Komfortzone verabschieden und es morgen schon besser machen. So, die nehme ich jetzt gleich mit nach Hause und werde mal mein Homeoffice optimieren. Mehr Videos übers Energiesparen findest du natürlich hier auf unserem Kanal. Schau dich doch mal um oder noch besser, lass gleich ein Abo da und vergiss das Glöckchen nicht. Dann verpasst du keine neue Folge mehr. Über ein Like würde ich mich natürlich auch freuen. Also vielleicht bis gleich. Ja, ich habe es mir gerade auch gedacht. Hifi? Hi-Fi? Hi-Fi? Soll ich es doch mal mit Hifi sagen? Gericht? Gewicht? Oh, ins Gericht. Wie so ein Opa. Das schont die Umwelt. Ich war nochmal, glaube ich. War das gut?